Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie Ottomas, und zwar David Ottomas. Und ja, irgendwie unsere liebe Lucy, die spielt gerade mit dem Enkelkind, mit dem Oliver, und irgendwie guckt sie jetzt gerade nicht so begeistert. Ich glaube, sie hofft oder ja, denkt, hoffentlich kotzt er mich jetzt nicht an. Wir haben unsere liebe Lucy hier mit 71 Tagen alt und ich fürchte fast, dass sie heute von uns gehen wird. Ihr Mann ist 75. Sie sind ja beide Platin-Level, haben beide ja auch ihre Hobbys dann auch noch geschafft gehabt. Also er war schon öfters mal in der Zone, sie hat es dann auch noch zwischendurch geschafft. Das ist wieder runter, also wieder abgestiegen. Ne? Das mit der Zeit geht das ja wieder runter. Dann haben wir den Raphael noch da. Raphael, der Kochkunst, auch er hat das voll schon, oh Gott, hat es ja auch schon geschafft. Also er hat es auch schon in die Zone geschafft. Er möchte gerne noch hier, ich muss immer auch selbst ein bisschen gucken, die Rechtskarriere hoch erklimmen. Ich glaube, der kommt heute noch mit einer Beförderung nach Hause. Das ist cool. Shakira, die ist Hauptkommissarin, denn sie möchte auch die Gesetzeshüterkarriere nach oben schaffen. Das ja, schaffen wir dann mit der Zeit noch. Und unsere Octavia, die ist ja jetzt erst vor kurzem zum Kind geworden. Ich weiß noch nicht, was sie für ein Hobby hat. Das werden wir noch sehen. Und sie hat auch noch, ja, könnte man noch so ein paar Freunde natürlich dazu gewinnen. Das darf ich mal ein bisschen bei ihr noch ausbauen. So, jetzt gucken wir mal. Lucy. Octavia, die Krippe, ui. So, Oliver knuddeln. Hier kriegen wir Post, ja. Und den Oliver können wir dann direkt mal nach oben bringen, nämlich Olivers Windeln wechseln. Danach ins Gitterbettchen. Und dann kann ich erstmal baden gehen, weil ich irgendwie selbst stinke jetzt. Übrigens, unseren Hund Susi, die ist eben bei der Arbeit gerade. So, jetzt muss ich mal gerade bei ihr reingucken. Susi hat ja zwei Kinder, glaube ich. Das sind ihre beiden Kids. Und was ist mit Shakira? Okay, da. Jo. Okay. So, oh mein Gott. Was machst du? Nicht wirklich viel, okay. Ich würde gerne auch, nachdem du dann das alles hier oben gemacht hast, gehen wir mal ans Telefon. Haben wir eigentlich auf der Etage auch irgendwo ein Telefon? Ich glaube nicht. Dann gehen wir auf jeden Fall mal runter und wir laden... Warte mal, lass mich mal überlegen. Machen wir direkt die Geburtstagsparty, weil Oliver scheint älter zu werden. Nee, wir müssen noch warten, ne? Jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. So, Moment. Ich möchte nämlich ihre Kinder einladen. Das ist ja im Grunde nur noch Luise. Also die Luise möchte ich mit einladen. Und eventuell ihre Schwestern, Franziska und die Jenny, dass sie da quasi auch da sind um 18 Uhr. Aber das, ja, ist ja dann auch erst viel, viel später eigentlich. Luise ist schwanger, dann wird sie das also nicht mehr mitkriegen, das Kind. Finde ich immer wieder ein bisschen traurig, aber gut. Oh, hier ist übrigens Octavias Hausaufgaben. Warte mal, die mache ich dir mal hoch in dein Zimmerchen. In ein echt hübsches Zimmerchen. Das finde ich ist wirklich hübsch geworden. Auch wenn es ein kleines Zimmer ist, aber mit trotz. Also wir haben, das ist ja eigentlich, sind das schon die Teenager-Sachen. Also da brauchen wir dann später kaum was zu verändern. Finde ich aber auch für ein Kind schon echt hübsch. Ja. Nun gut. So. Ja, was mache ich denn jetzt? Nee, dann lade ich es jetzt direkt noch gar nicht ein, oder? Dann kannst du es gießen und dann hier... Boah, warte mal, ich guck mal, wie verträgst du dich eigentlich mit allen, damit die vielleicht später auch kommen werden? Oh je. Warum bist du mit... Ach, du bist mit Anschlag... Oh, Jenny, Vertrag... Also, ich meine... kenne ich so gar nicht mehr irgendwie. Und was ist mit Franziska? Wo war Franziska? War jetzt auch gar nicht mehr drauf gestanden. Ich habe die... Da ist sie.
Oh Gott, die werden nicht kommen. Jetzt gucke ich mal bei ihm rein. Wen hast du denn zumindest vorne drin? Ein paar Mädels. Oh, wir müssen mit Susi auf jeden Fall was machen und uns mit Shakira definitiv noch näher befreunden. Ja, es ist gar nicht so viele. Naja, gut. So, nimm mal, heb mal ab. Hey, David, kann ich Lucy sprechen? Nein. Ich weiß gar nicht, was Lucy jetzt gerade macht. Okay, David, ruf du mal an. Lucy hat irgendwie gerade keinen Bock zu telefonieren oder so. Und dann gucken wir doch mal. Ich habe ja noch einen Tag länger mit dir. Guck mal die Jessica. Einfach mal plaudern. Befreund dich mal mit ihr. Das ist schon ausreichend. So, Lucy, ich habe gesehen, wir haben Post bekommen. Dann geh mal Post holen. Und es regnet draußen. Oh. Ich bin fertig. So, ich gehe mal gerade ein bisschen schneller. Ist irgendwie gerade so dran. Alle Rechnungen zahlen, komm, brauchst nicht reinlegen. Bezahl sie einfach. Genau, und dann mach das hier mal. So, dann gehst du mal hier rein und rufst mal deine jüngste Schwester an, nämlich die Jenny. Das wäre voll cool. Sonst kennt die am Ende gar keiner mehr, deine Geschwister. Eigentlich müsste ich da immer noch ein bisschen drauf Acht geben. Was denn? Wo wolltest du hin? Ich wollte sagen, also eigentlich müsste ich ein bisschen drauf Acht geben, dass man sich gegenseitig halt so ein bisschen immer noch kennt, so an Verwandtschaft. Aber ich finde generell hier Beziehungen eigentlich bei den Sims immer sehr schwierig aufrechtzuerhalten. Es geht so schnell immer abwärts, ne? So, 15 Uhr. Ich wollte bis 15 Uhr warten. Rente, bisschen Geld an Rente bekommen. So, okay. Dann Party veranstalten, Geburtstagsparty. Nein. Wo ist sie denn? Ist sie schon oben? Ah. Shakira! Oh mein Gott. Shakira. Octavia hat einen Freund mitgebracht, nämlich den Theo Traumtänzer. Das ist cool. Und du hast Alfred Breuer mitgebracht. Habe ich gar nicht mehr gesehen. Okay, wir sind Teamchefin des Sondereinsatzkommandos. Müssen von 11 bis 18 Uhr arbeiten. Und ja, cool. Logik müssen wir drei, Sauberkeit müssen wir noch einen Punkt nochmal aufbauen. Hunger, Handrang, Hygiene. Da gehen wir nochmal direkt. Ah, verdammt, das müssen wir reinigen. So, Luise, die möchte ich einladen. Die Debbie können wir meinetwegen einladen. Gerrit können wir einladen. So. Und dann mache ich jetzt mal fröhlich, fröhlich. Oh, habe ich jetzt das ABC? Nee, ich habe gar nicht. So, wartet. A, B, C, D, E, F, G, H, F, F ist da oben. Jenny und Sven. Und Schulz heißt ja meine andere, Franziska Schulz. Mal gucken, ob sie mitkommt. Ich bin gespannt. Ich weiß es nämlich nicht, ganz ehrlich. Es kommen nicht alle. Ich brauche einen. Warte mal, ich mache sie da hinten wieder hin. So, was habe ich denn dir jetzt noch gesagt? Hygiene. Okay, geh noch mal kurz baden. Und Octavia. Oh. Hallo, 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 hallo. Hey, Shakira, magst du mich nicht mehr und so weiter? Okay. So, wartet mal. Ich muss mal gerade ein bisschen gucken. Also die Tante kenne ich. Dann kann ich die hier nochmal ansprechen. Nee. Nicht überreden zu. Na komm schon. Reden. Plaudern.
Das finde ich vielleicht auch noch mal ganz toll. So, Susi ist auch nach Hause gekommen. Wunderbar. Die ist total müde, schläft gleich hier vorne. Brille. So, was haben wir denn? 16.16 Uhr. Schnarch, langweilige Party. Shakira würde ich jetzt direkt dann mal bitten, den Oliver an den Kuchen zu bringen. Und du, du gehst zu Gerrit und gratulierst ihn zu. Das ist ja quasi Schwiegermutter, ne? So, wir quatschen mal ganz kurz und eigentlich möchte oder würde ich mit Jenny im Grunde noch ein bisschen was, aber egal. Ich plaudere jetzt einfach mal ein bisschen mit Gerrit und... Ah, nein, Debbie. So, warte mal. Oliver tragen. Ich möchte ihn doch zum Kuchen bringen, Debbie. Das ist ja die Schwester von Shakira und... Ah, eins nach dem anderen, Hilfe. So, Raphael kommt. Er ist auch befördert worden zu Medienanwalt. Yay! Von 10 bis 17 Uhr muss er nun arbeiten. Er hat auch viel Kohle mit nach Hause gebracht. Finde ich ganz großartig, dass er das ebenfalls geschafft hat. Bringt auch nochmal einen Arbeitskollegen mit. Und ich muss dann mal gucken. Er möchte auch noch Sauberkeit. Braucht er auch nochmal zu lernen. So. Oh, jetzt hat er sich befreundet mit seiner Tochter. Wunderbar. Kann ich sie vertraut küssen? Ja. Wo ist Lucy? Ich habe ja ein bisschen Angst, dass wir das nicht mehr schaffen, alles hier. Die tanzen ja alle draußen, Mensch. Wo ist denn Shakira? Shakira, du sollst doch deinen Sohnemann, Mensch, die Debbie, die gibt dir deinen Sohn einfach nicht, ne? Mit Oliver sprechen, Alfred vorstellen, bitten mitzumachen und danach kann ich vielleicht den Oliver dann, wenn sie ihn hinlegt, perfekt. So, und jetzt nehme ich ihn. Ich habe aber Lucy noch ein bisschen im Blick. Shakira kommt hier, also hier gucke ich gerade und geht an die Torte. So, ich gehe mal zu Shakira. Ich möchte irgendwie ja beides mitbekommen, ja. Das ist ja das Doofe irgendwie gerade. So, nach unten. Ach so, ich habe jetzt zwar dieses Dings da oben jetzt im Blick. Oh, sieht aber eigentlich auch ganz schön aus. Übrigens, ich muss noch posieren mit dir. Warte mal. Ich muss mit dir und mit Raphael nochmal posieren. Euch zwei habe ich, glaube ich, noch nicht. So, perfekt. Wunderbar. So. Ich habe auch hier Lucy noch ein bisschen draußen im Blick, wobei ich nicht weiß, ob ich das mitbekommen würde, wenn der Sensemann ganz schnell kommt. Yay! Oh mein Gott. Oliver ist nun zum Kleinkind geworden. Und irgendwer weint schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verdammt. Glück und Leid. Oh nein. 71 ist sie geworden. 71. Unsere Lucy. So, wartet mal. 71. Aber die Hulas kommen. Die Hulas kommen. Und hier hinten ist noch irgendwie voll die Party, ja? Oh mein Gott. Es ist voll die Party hier. Ich finde es immer traurig, ey. Okay, ich muss aber weitermachen. Aber ich wusste es ja. Ich wusste es ja, dass sie kommt. Also, dass es passiert. Gerrit weint. So. Ja,
Wer hat was verdient? 12 Personen sind begünstigt. Ich weiß immer nur die ersten 5 oder so. Lucys Ehepartner David kriegt noch 20.000. Raphael bekommt 10.000. Die Luise, oh, die bekommt auch noch 9.700. Dann die Octavia bekommt 1.750 und Oliver bekommt auch was. Und irgendwie jemand anders würde dann auch noch das ein oder andere bekommen. Ich habe schon lange keinen Tod mehr eigentlich gehabt, muss ich gestehen. Nun gut, das hier ist Lucy. Werde ich dann nachher, also nach dem zweiten Part, werde ich sie dann auch wegbekommen. Sie weint, oder ist, ja, also das ist jetzt. Wobei, nee, das ist eigentlich nur. Oh, wir haben jemanden, oder? Wir haben jemanden mitbekommen, dass er gestorben ist, glaube ich. Das ist nur der Fall hier. So, ja, ein paar, die geht immer noch weiter, ne? So, Gerrit. Wo ist denn Lucy hin? Ach, die ist da nach Luise. So, natürlich geht es irgendwie weiter. Ja, das war deine Schwester hier quasi. Ihr seid hier anwesend gewesen, finde ich ganz schön. Oliver ist übrigens, ja, er hat dunkle Haare. Er hat auch schwarze Haare. Es ist ja echt Hammer, Mensch. Weil die beiden sind braunhaarig und die Kids, die haben schwarze Haare bekommen. Ja, guckt, also jeder hat was bekommen, außer natürlich Shakira, die war ja nicht so direkt mit ihr verwandt und so, ne? Oh doch, sie hat auch Geld bekommen. Wahrscheinlich nur nicht so viel. Aber wir haben so um die 30.000, ne? Nein, du sollst es nicht nehmen. Bloß nicht. Ja, genau, irgendwie musst du kotzen, ne? So, Shakira, bring doch mal deinen Sohnemann ins Bett. Das fände ich jetzt erstmal. Wir müssen uns jetzt mal hier ein bisschen wieder also Performance reinkriegen irgendwo, keine Ahnung. So, David. David ist hier. David darf mal ins Bad. Ja, warte mal, du gehst mal hier oben ins Bad. Benutzen, duschen. So, Raphael, der ist irgendwo im Bad. Nee, was? Der hat vor, ins Bad zu gehen, aber da ist gerade Theo drauf. Okay. Shakira soll das Kind hochbringen und Octavia, oh, die will hier schlafen. Ja, gut. Geh mal hier drin schlafen. Nee, du musst erstmal auf Toilette, glaube ich. Ah, sie geht nach oben, hä? Ja, sie geht ganz hoch. Auf die Toilette. So, ich glaube, ich sage aber an dieser Stelle auch erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann in einer nächsten Runde wieder, wenn es dann weitergeht. Lass es dir gut gehen. Wir kommen natürlich noch mal einen Part noch mal hierher. Bis zum nächsten Mal, sage ich dann. Eure Saginata. Ciao, ciao.